Wir sind angekommen. Alles steht. Ich muss die Zeit noch einfragen, fällt mir gerade auf. Aber ansonsten passt das alles. So, es ist jetzt noch nicht mehr ganz eine halbe Stunde, dann geht's hier los. Freunde der Sonne. Meine dritte Buch bei dir als Ausstellerin. Und bei einem besseren Shirt, den es gar nicht gibt. Good things happen when you smile. Ja, ich denke mal, das passt heute. Weil Tag fing nicht ganz so gut an. Und ich habe eigentlich keine Lust hier zu sein gerade. Aber es wird schon. Es wird gut. Punkt. Oh, ich habe ein Video gemacht. Ich bin das so gewohnt. Ist noch dabei, ein paar bisschen Nachschub zu organisieren. Die Visitenkarten. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 2 verteilt. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, 2 übrig. Ich weiß nicht, wie viele. Jedenfalls nicht mehr viele. Und dann habe ich gerade gesagt, okay, dann drucke ich jetzt hier 3 Bögen aus. Mein Drucker kann nicht mehr zählen. Ich habe 3 Exemplare angegeben und er druckt mir 5. Was? Mal gucken, ich habe nochmal 3 angegeben und wieder 5 macht. Also von der zweiten Seite, die Rückseite. Ja, mal schauen, mal schauen. Alles nicht so einfach. Die Bücher, die Nachschubbücher habe ich schon eingepackt. Von Heimlichkeiten nehme ich jetzt alle mit. Man weiß ja nie. Es wurden jetzt tatsächlich 3 verkauft, als Enrico da stand. Das war so gut. Das war gut. Deswegen, und morgen ist Enrico 3 am Stand. Deswegen. Seht ihr die Uhr? Es ist jetzt schon gleich 9. Ich bin hundemüde, mir tun die Füße weh ohne Ende. Aber gut. Es wird. Und ich hoffe, dass ich morgen ein bisschen mehr zum Vloggen komme.
Ich brauche auf jeden Fall noch einen Beutel für weitere Bücher. Ich werde morgen auf jeden Fall zu Kuddel gehen, Frühlingsband 2 holen. Und wahrscheinlich zu Andrea Lara Band 2 holen. Mir ist so, als wenn ich nur irgendein Buch vergessen habe. Ich hatte 7 auf dem Programm. Von 6 weiß ich. Es kann aber auch sein, dass das 7. Band das Gratisbuch, was ich jetzt auch schon hier habe, wo ich wusste, das kriege ich, wenn ich fürs Handy ein Buch kaufe. Bin ich mir gerade nicht sicher. Weiß ich nicht. Was ich auch mitnehmen sollte, ich habe nämlich vergessen, meine Signierliste mitzunehmen. Da weiß ich immer teilweise nicht, was für Sprüche reinkommen. Ich habe also einmal was komplett Falsches reingeschrieben. Beziehungsweise nie. Ich habe ja verschrieben, ich sehe jetzt mal was anderes draus, die gerade als keiner. Das ist gar nicht mehr da. Aber ich dachte mir, ich nehme die mal mit. Bei den meisten, wie gesagt, weiß ich es, aber bei einigen dann doch nicht. Und da ich aber bestimmte Sprüche habe, möchte ich das auch nutzen. Ich bin so kaputt. So, warte mal. Dann blenden wir jetzt hier mal die einzelnen Spalten aus, die ich nicht brauche. Hallo. Also ich habe einblenden, muss ich schnell ausblenden. Ja, das macht natürlich Sinn. Ich brauche auch gar nicht alles. Ach, egal, ich mache jetzt hier mal, weil der Drucker fertig ist, druckt dann noch was aus, das muss noch laminiert werden. Ich brauche noch irgendwas aufstehen, obwohl dann nämlich das andere Ding habe ich gesagt. Es ist eine mir. Na gut, mal gucken, wie Tag morgen ist. Einnahme auf jeden Fall ziemlich gut schon mal. Also, dafür, dass ich wirklich nur kleine Bücher verkauft habe und einen Adventskalender und ein Magnetlesezeichen, war das echt. Ich habe so ungefähr für die gesamte Wochenende gedacht. Da fehlt nicht mehr viel, um das Ziel zu erreichen. Das sollte ja dann morgen hoffentlich sein. Bitte, es wäre schön. Und wenn es mehr wird, bin ich auch überhaupt nicht traurig drüber. Guten Morgen zum zweiten Messetag. Dani schläft noch. Den soll ich schlafen lassen. Es ist jetzt kurz nach 7:30. Ich wollte endlich 7:30 aufstehen. Mir war anderer Meinung. Egal. Ich habe euch alles fertig gemacht. Mein Kaffee ist fertig, den kann ich gleich schon mal trinken. Mein Kaffee ist fertig, meine Wasserflasche ist fertig, Essen ist eingepackt. Die restlichen Sachen, die Sachen, die ich gestern noch vorbereitet habe und die Nachschubbücher und alles. Ich habe von Heimlichkeiten erstmal alle mitgenommen. Man weiß ja nie. Ich habe ein bisschen, weil mir sonst nicht reicht, weil wirklich wieder, wenn es immer 3 Hörnchen-Auftritte gibt und ich jedes Mal sage, hey, das ist aber von meinem Buch. Ja, man weiß nicht. Von daher, genau. Es ist so heftig mit Heimlichkeiten, ehrlich. Meine allererste Veröffentlichung, eine Anthologie zwar, die Katzen zickeln auch schon rum, es ist wunderschön. Und trotzdem ist das endlich der Renner. Wahnsinn. Das ist eines die kleine Buch, was ich schon mal nachdrucken musste. Und ich habe jetzt nur noch, lass mich überlegen, 26 Exemplare. Der Rest ist schon wieder weg. Mal gucken. Ich glaube, insgesamt waren es 60, die ich mal hatte. Ich glaube, ich habe jeweils 30 gemacht, beziehungsweise eins behalte ich ja. Also sagen wir 59. Und der Rest ist alles. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich lasse immer, glaube ich, 30 drucken, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Jedenfalls, ne? So. Mal gucken, was die Umsätze heute sagen. Gestern war ja schon mal ziemlich gut. Und ja, wenn ich ein paar Adventskalender verkaufen würde, wäre das natürlich super. Das ist einfach noch zu früh für Adventskalender. Ne? Da ist November dafür besser. Aber wer weiß, vielleicht, wie gesagt, die Karten musste ich auch nochmal mitnehmen, die Postkarten für den Adventskalender. Weil ich weiß nicht, ob ich noch eine da habe oder keine mehr. Deswegen habe ich da auch erstmal alle mitgenommen. Das sind auch nicht mehr viele da. Das heißt, beim nächsten Mal Messe muss ich auf jeden Fall nachdrucken. Beziehungsweise vielleicht schon früher, muss ich mal schauen. Vielleicht auch jetzt schon. Für Weihnachten und so. Muss ich sehen. Ja. So sieht's aus. Ein Fotoschild gebastelt. Fotografieren ausdrücklich erlaubt. Damit man nicht mehr fragen muss, ob man sich mit Enrico fotografieren darf, weil dafür ist er ja da. Genau. Ja. Passt auf jeden Fall, passt. Genau.
Ich weiß nicht, was ich mit der Zeit machen soll, nicht, dass ich noch rumsitze. Ich wollte 10 nach los. Ich brauche circa eine halbe Stunde bis dahin. Und alles gut. Auch gestern bin ich so gut nach Hause gekommen. Ich musste nur einmal umsteigen, nicht so letztes Jahr, wo ich dann 10-mal umsteigen müsste. Und oh, das war eine Katastrophe. Auf dem S-Bahn-Ring gebaut wurde und ich jede Station hätte umsteigen müssen. Also gefühlt, also ich glaube, 3-mal umsteigen müssen. Egal. Bin ich hier anders gefahren. Dieses Mal ganz normal durchgefahren, zu meiner Station, einmal umsteigen und dann weiterfahren. Und jedes Mal musste ich nur eine Minute auf die Bahn warten. Das war richtig gut. Richtig, richtig gut. Ja. Und somit war ich schon um 19 Uhr, kurz nach 19 Uhr zu Hause. Daniel kam kurz nach mir. Genau. Ich hoffe, ich kann heute ein bisschen mehr filmen. Ich habe meine Gürteltasche eingepackt, wo ich dann Handy und Kamera und sowas reinpacken kann. Nicht, dass jetzt wieder... Ne, vielleicht soll ich auch ein kleines Portemonnaie nehmen. Ich habe dieses riesen Ding immer dabei. Und ich schaffe es einfach in die Gürteltasche rein. Das reicht ja auch. Das ist ja auch okay. Weil, keine Ahnung, das riesen Portemonnaie ist ja auch immer noch so ein bisschen unhandlich. Ich glaube, es ist halt immer ein kleines Portemonnaie bei. Ich bin mir nicht mehr sicher, keine Ahnung. Ja, jedenfalls. Oder ich nehme jetzt auch ein kleines Portemonnaie mit und packe immer so viel Geld rein, wie ich es brauche. Wenn man das wüsste. Also, nee, ich nehme einfach ein kleineres Portemonnaie. Jetzt komme ich mein Portemonnaie in die Tasche jetzt nicht mehr ran, aber ich nehme es auch mit und dann wechsle ich da oben und dann ist gut. Gut, soviel dazu zu meinen Überlegungen am Morgen. Dann habe ich jetzt die Hände frei für Bücher und kann dann auch vloggen. Und das war ja gestern, als ich bei Ende am Stand war, schon davor, Ende schon bei Sandy am Stand war, also kein Platz mehr in meinen Händen. Wie filme ich denn jetzt weiter? Aber das wäre eine Lösung. Genau, weil heute sind noch einige Stände dran. Die ist das einige. 2, 3. Ich weiß nicht, ob ich irgendjemand vergessen habe. Wie war es, wenn ich irgendein Buch vergessen habe, was ich mir auch noch holen wollte und ich weiß es nicht mehr. Oder ich hätte dieses Gratis-Buch schon im Kopf gehabt, was es gab. Mist, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich habe eine Liste dabei. Ich gucke danach mal nach. Ich muss eh gucken, wo Kuddel steht. Dann kann ich dann aber nachgucken. Fanny möchte ich gerne noch besuchen gehen. Hallo sagen. Zu mir kommt ja immer keiner. Ja, wenn ich nicht irgendwo hin. Obwohl, eine Autorin kam zu mir tatsächlich. Ja, die auch einen Stand hat. Ein paar Twitchies habe ich getroffen. Das war auch sehr schön. Also von Twitch, die auch streamen und im Chat sind und keine Ahnung was. Am besten war dann, halte ich am Anfang glaube ich noch, das ist ja Aurora. Ja, hallo. Genau. Okay, dann quatsche ich nicht länger, warte hier mal in Zeit ab und gehe los. Gerade verpasst. 9 Minuten warten. Ärgerlich. Ich bin angekommen. Ich sitze hier, alles bereit, alles aufgebaut und ja, wenn ich ein paar Minuten früher losgegangen wäre, hätte ich beide Bahnen bekommen, so musste ich auf beide warten. Etwas ärgerlich, aber es ist jetzt kurz nach 9, ich bin da, sitze hier noch alleine und warte auf die Dinge, die geschehen. Ich bin sehr gespannt. Nuschel. So, Lisa hat gerade festgestellt, dass meine Aufstellerfolie drauf haben und sonst sehr durchsichtig werden. Das ist toll. Das ist. Naja, gut. Ich gehe mal los, meine Runde machen und dann gucken wir mal. So. Morgen. Ah, ja, das ist
Ah, so ist es ein bisschen alles passiert. Guten Morgen! Nein, im Gegenteil. Wir haben noch mehr Kaputt. Na, wie geht's? Gut, nimmst du? Ja. Du quatschst nicht gerne mit mir, das ist doch nicht schlimm. Ich gehe bald noch weiter. Die sind noch nicht da. Was sind die denn, meine Güte? Zieh das durch, da merkst du. Ich sehe nicht eins. Muss ich noch mal machen. Ich finde sie nicht. Das ist doch nicht der. Ich will doch mal mit sich ziehen los. Morgen. Ich hätte gerne Lara Band 2. Es geht schon los, tut mir leid. Es kam kein Blitz. Hell genug für Blitz. So. Lara. Ich habe ein Tütchen gekriegt. Ich frage mich trotzdem, wo die sind. Ich gehe jetzt endlich nach Hause, gell? Guten Morgen. Ah, sehr gut, das hätten wir noch gerne. Ja. Guten Morgen, Kuddel. Jetzt ist die Messe fast vorbei. Wir haben es kurz nach halb sieben, ja, bei halb 17 Uhr wieder. Halb fünf. Oh, gleich bauen wir hier wieder alles ab. Rico hat gerade seinen letzten Auftritt gehabt. Und ja, heute war nochmal ordentlich was los. Von daher gehe ich zufrieden nach Hause, würde ich sagen. Richtig? Ja. Richtig.